heute sagt man immer, das kündigte sich an. Durch das kündigte sich an, durch. Für uns war das unvorstellbar, dass das sich ändert. Nicht nur die historische Bedeutung dieses Spiels, sondern die historische Bedeutung des Mauerfalls an sich war uns, glaube ich, allen bewusst. Und das war Gesprächsthema in der ganzen Stadt, in allen Familien, auf den Arbeitsstätten, in den Schulen. Wo auch immer man hinkam, wurde natürlich darüber gesprochen. Und das ging natürlich am Sport oder speziell auch an diesem Spiel nicht vorbei. Mein Name ist Sven Kretschmer. Ich bin Jahrgang 1970. Bis auf einige wenige Jahre in den 90ern war ich mein ganzes Sporterleben bei Hertha. Ich war zum Mauerfall 18 Jahre alt und in meiner zweiten Profisaison. Am 11.11.1989, also zwei Tage nach dem Mauerfall, haben wir ein Punktspiel gegen Wattenscheid 09 gehabt. Und alles war anders auf einmal an diesem Tag. Wenn man sonst vielleicht 10 Minuten gebraucht hat, dann brauchte man jetzt schon eine halbe Stunde, um überhaupt ans Stadionplatz zu kommen. Als wir rausgekommen sind zum Warmmachen, hast du natürlich sofort gemerkt, dass das ein ganz besonderes Spiel ist. Viel mehr Zuschauer und vor allem auch andere Zuschauer. Man hat schon gemerkt, dass eben viele Fans aus dem Ostteil dabei waren, haben Plakate hochgehalten. Und die Leute haben sich einfach gefreut. Das war fast eine Volksfeststimmung. Ja, zur zweiten Halbzeit kam ich dann ins Spiel und das war natürlich ein besonderes Erlebnis, diese tolle Atmosphäre auch nochmal auf dem Rasen live zu erleben. Ja, es gab eine Ecke für uns von der rechten Seite und Jan Halber-Halbersen kam in der Mitte an den Ball, hat den Kopfball gut aufs Tor gebracht und der Torwart konnte diesen Ball nur abklatschen und am Ende fiel er mir genau vor die Füße und ich musste ihn aus wenigen Metern eigentlich nur noch über die Linie. Ja, dieses Tor hat schon eine Bedeutung für mich persönlich, das ist ganz klar. Jetzt in allen Rückblicken über die Jahre und jetzt auch zu diesem Jubiläum 30 Jahre Mauerfall, wird einem dann nochmal bewusst, dass es schon ein relativ prominentes Tor war. Und deswegen sicherlich auch ja, wahrscheinlich das Wichtigste in meiner Karriere. Klar. Ja, nach dem Mauerfall waren es natürlich spannende Jahre hier in Berlin. Ja? Dieses Ereignis war ganz großartig im Sinne von, es war eine friedliche Revolution ohne Blutvergießen, dass wir das miterleben durften. Das sollte uns eigentlich alle sehr glücklich machen. Und gerade die Zeit danach war für einen jungen Menschen in Berlin unglaublich spannend. Ich glaube sogar, dass Berlin zu der Zeit der spannendste Ort auf der Welt war. Und wir waren dabei und konnten das alles erleben.